Guten Abend, verehrte Frau Weiß, liebe Mitglieder der Rot-Weiß-Gesellschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Freunde und KollegInnen. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zum heutigen Zeitzeugengespräch mit der Journalistin, Autorin, Friedens- und Bürgerrechtsaktivistin Rot-Weiß. Die Veranstaltung findet statt im Rahmen unserer von der Berlin-Sparkasse unterstützten Reihe statt mit dem Titel Zeitzeugen im Gespräch, Erfahrungen und Schicksale deutscher Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus. Wir sind heute Abend sehr geehrt, Ruth Weiß bei uns als Gast zu haben. Und wir danken Ihnen sehr, Frau Weiß, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Wir freuen uns, dass wir die Reihe im November dieses Jahr fortsetzen konnten, nachdem sie wegen der Covid-Pandemie mehr als 2 Jahre lang unterbrochen war. Aubrey Pomeranz, Leiter des Archivs des Jüdischen Museums Berlin, der seit Beginn der Reihe mit 12 Zeitzeugen über ihr Leben und das ihrer Familien während der Zeit des Nationalsozialismus gesprochen hat, machte mich darauf aufmerksam, dass das erste Gespräch im Oktober 2017 mit Henry Wugger aus Fürth stattfand. Es gibt also keinen passenderen Weg, das 5. Jubiläum dieser Reihe zu begehen als mit Ruth Weiß, die ebenfalls 1924 in derselben Stadt geboren ist und hier einige Jahre vor ihrer Auswanderung nach Südafrika lebte. Vor 3 Tagen wurde Frau Weiß mit dem Ovid-Preis des PEN-Zentrums deutschsprachiger Autoren im Ausland ausgezeichnet, in Anerkennung ihrer langen Karriere als Autorin von Dutzenden wirtschaftswissenschaftlichen und politischen Sachbüchern und von historischen Romanen, vor allem zur deutsch-jüdischen Geschichte, als Bürgerrechteaktivistin gegen das Apartheidsystem in Südafrika und als unermüdliche Aufklärerin gegen Rassismus und Antisemitismus. Nur ein halbes Jahr zuvor ehrte die Botschaft der Republik Südafrika hier in Berlin Frau Weiß mit der Pflanzung einer Queen of Sheba Rose im Botschaftsgarten als Würdigung ihres herausragenden Engagements gegen das Apartheid-Regime in Südafrika und stellvertretend für den Beitrag vieler Juden und Jüdinnen in Südafrika, die an diesem Kampf teilgenommen haben. Dies sind nur die jüngste von zahlreichen Ehrungen, die ihr über viele Jahre zuteil wurden. Darunter die Nominierung als eine von 1000 Friedensaktivistinnen aus aller Welt für den Friedensnobelpreis im Jahr 2005. Seit 3 Jahrzehnten ist Frau Weiß immer wieder als Zeitzeugin unterwegs und wir wissen es sehr zu schätzen, dass sie mit ihren 98 Jahren heute Abend bei uns sind. Uns alle. Uns alle wünsche ich ein anregendes Gespräch. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Hetty, auch von meiner Seite, meine verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Kolleginnen. Ich heiße Sie auch herzlich willkommen. Ich bin auch sehr geehrt, Ruth Weiß, dass du da bist. Ich komme gleich dazu. Ich habe Ruth Weiß erst vor einigen Monaten kennengelernt, und zwar bei der Bepflanzung von der Queen of Sheba Rose in der südafrikanischen Botschaft hier im Tiergarten. Und ich habe Frau Weiß gefragt, ob sie bereit wäre, mal an einem Zeitzeugengespräch hier im Jüdischen Museum Berlin teilzunehmen. Und dann haben wir uns ausgetauscht und nun sind wir alle heute beisammen und freuen uns sehr.
Es hat sich aber herausgestellt, dass Frau Weiß und ich eine gemeinsam sehr gute Freundin haben. Und das ist auch eine Frau, deren Mutter eine herausragende Athletin war. Und ihr Nachlass von Martel Jakob ist hier im Jüdischen Museum Berlin. Also wir sind beide sehr eng befreundet mit Hazel Shore. Und wir haben auch festgestellt, dass Frau Weiß denn eben ein Gedenkkonzert für Martel Jakob dann im Oktober 2018 beigewohnt hat, gegenüber im Saal von unserem Altbau. Das war am Anschluss eines Symposiums über die jüdische Sportbewegung in der NS-Zeit, die ich dann organisiert habe. Und wir haben uns aber nicht kennengelernt. Aber es scheint so, dass wir eben so zusammengebracht werden mussten. Und nun sind wir zusammen und Frau Weiß hat mir dann heute das Du angeboten. Und ich hab wirklich gefragt, ob sie das wirklich möchte. Ich werde mein Bestes tun, weil ich glaube nicht, dass das mir immer gelingen wird. Auf jeden Fall herzlich willkommen, Ruth, dass du da bist. Wir freuen uns wirklich sehr. Im Einklang mit dem Thema unserer Reihe Erfahrungen und Schicksal deutscher Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus wird unser Gespräch heute Abend auch auf die Jahre, wo Ruth Weiß und ihre Familie in Deutschland waren, sowie die ersten Jahre eben in Südafrika fokussieren. Und wir wollen gleich in Media Res gehen. Und zu Beginn, ich möchte ein bisschen, dass du erzählst, ein bisschen zur Familiengeschichte. Deine Eltern, wir sehen sie hier auf dem Bild zu ihrer Hochzeit, haben 1922 in Fürth geheiratet, wo deine Mutter geboren ist in Fürth, ihr Vater aber nicht. Kannst du bitte erzählen ein bisschen so über die Großeltern? Woher kommen die Großeltern? Und es gibt auch eine längere Familiengeschichte, was sehr, sehr interessant ist. Also mein Vater, wie gesagt, wie du gesagt hast, stammte nicht aus Fürth. Aber Fürth war ein sehr besonderer Ort für Juden der damaligen Zeit, seit dem 16. Jahrhundert. Und mein Vater stammte, das ist auf diesem Bild nicht ganz erkenntlich, es sind nur zwei von seinen Brüdern, einer links mit seiner Frau. Dieses Ehepaar hat nicht überlebt. Auf der anderen Seite dieses Bildes ist oben Matthias Löwenthal und seine Gattin sitzt vor ihm. Das sind seine beiden ältesten Brüder gewesen. Seine Mutter, die zweite Frau seines Vaters, der zu dieser Zeit nicht mehr lebte, sitzt neben meiner Mutter. Und meine Großmutter, die ich noch sehr gut kannte, mütterlicherseits, sitzt neben meinem Vater. Die Familie meines Vaters war eine typisch deutsch-jüdische Familie, in dem Sinne, dass die Familie in dem 19. Jahrhundert Weber waren, Leinweber. Und anscheinend in dem Dorf, in dem mehrere jüdische Familien lebten, sie auch andere Berufs nachging. Es gehörte ihnen ein Weinberg, wie man sieht, er stammte aus Hörstein in Hessen, in Bayern. Und zu meiner Zeit jedenfalls gab es ein Familiengeschäft, ein Lebensmittelgeschäft. Und die Matthias Löwenthal, dessen Name hier auftaucht, war der Gründer des größten Warenhauses in Aschaffenburg. Und das ist der Grund, warum ich mehrmals, also nicht alleine natürlich, mit meiner Mutter und Schwester in Aschaffenburg war.
Die Familie meines meiner Mutter waren auch zum Teil Landjuden. Aber mein Großvater, den man hier sieht, ist ein Buchbinder. Sein Vater war ein armer Jude, der aus einem leider unbekannten Grund die Tochter des reichsten Mannes an Ort geheiratet hat. Aber das hat leider auf die Familie keinen Einfluss gehabt. mein Großvater, der in Aurich begraben ist, dessen Grab ich mehrmals besucht habe, er hat seine Söhne ausbilden lassen als Facharbeiter. Nicht einer war eben Buchbinder, ein anderer war ein Maler. Die anderen weiß ich nicht. Aber jedenfalls, sie haben alle gearbeitet und sie stammten von Maranos, von Maranen ab, von spanischen Juden, die nach 1492 aus Spanien vertrieben waren. Meine Familie kam anscheinend erst im folgenden Jahrhundert. Und was bedeutet, dass sie wahrscheinlich nicht konvertiert sind, sondern als Maranos gelebt haben, also als angebliche Christen, und sich dann, als es ihnen möglich war oder vielleicht einem nur möglich war, auf ein Schiff sich in den Niederlanden begeben wollte. Das hat nicht geklappt wegen einem Sturm und das Schiff ist in Aurich angekommen, aber wie ich öfters erzähle, der Kontakt mit den Niederlanden sozusagen über die Grenze bestand und die Familien kannten sich gegenseitig. Mein Großvater auf seiner Reise, nachdem er ein Geselle geworden ist, wanderte durch Deutschland von einer jüdischen Gemeinde zur anderen. Denn seine Familie zu Hause und auch er selbst war ein sehr gläubiger und orthodoxer Jude. Er hat seinen Meister dann in Fürth gemacht. Ich sagte ja schon, Fürth war ein besonderer Ort für Juden. Das fränkische, du hast gesagt, bayerische Jerusalem. Es wird genannt. So beides genannt, das fränkische Jerusalem beziehungsweise das bayerische Jerusalem, ja. Ja. Und dort hat er seinen Meister gemacht. Und dort gab es mehrere jüdische Druckereien, eine große jüdische Gemeinde, die im 16. Jahrhundert eingeladen war, was ja völlig unüblich war für diese Zeit. Nicht ein Markgraf hat die Juden eingeladen und hat mit ihnen auf Augenhöhe einen Vertrag geschlossen. Sie hatten zwei Abgeordnete im Stadtrat und hatten dieselben Pflichten und Aufgaben und Privilegien wie jeder Bürger. Und das war ja auch der Grund, warum sich Fürth zu diesem fränkischen, bayerischen Jerusalem entwickelt hat. Meine Großeltern durch ihren festen jüdischen Glauben haben ihr ganzes Leben in der Altstadt verbracht. Wir werden dann ein Bild sehen. Ich möchte ganz, ganz kurz zurück, nur so dass das Publikum da weiß. Das sind zwei Inserate aus dem Jahr 1900, die in der deutsch-orthodoxe jüdische Zeitung Der Israelit erschienen sind. Und es gibt ja auch dann weitere Inserate, ebenso von dem Löwenthal-Geschäft in Hörstein. Und hier sehen wir ja Max Kohn bei der Arbeit. Das ist ein Fotoroot, was definitiv in Fürth dann aufgenommen würde. Und Frau
Weiß hat ja schon einiges erzählt über Fürth. Und in der Tat, also Fürth war eine der wichtigsten Gemeinden in ganz Deutschland, wahrscheinlich die wichtigste Gemeinde in Süddeutschland. Im Jahr 1800 gab es 2600 Juden, die in Fürth gelebt haben. Es gab 7 Synagogen, 2 Betstuben, ein sehr, sehr wichtiger Yeshiva, noch ein zweites Yeshiva, ein Krankenhaus, ein Waisenhaus. Also ein sehr, sehr wichtiger jüdischer Ort, wo auch eine sehr hohe Anzahl von jüdischen Büchern dann auch gedruckt worden sind. Und Max Cohn hat ja auch bei jüdischen Verlag und bei jüdischen Drucker dann auch dann gearbeitet. Vielen Dank. Das ist schon offen. Ja. Dankeschön. Und wir sehen noch einmal das Hochzeitsfoto. Und wir sehen ja Max, zweiter von links, wenn Sie gucken, glaube ich. Ist das richtig, Ruth? Ja, das stimmt. Ja, zweiter von rechts, der steht neben Matthias. Ist das richtig? Ja. Genau. Und Ruth, dann, wie haben dann Ihre Eltern sich kennengelernt? Durch eine Orange. die Wohnung meiner Großeltern war im zweiten Stock von einem dreistöckigen, typischen Haus in der Altstadt. Und das war so, dass meine Mutter aus ihrem Fenster in die nächste Straße gucken konnte, weil das um die Ecke war. Und dort war die jüdische Schule, in die mein Vater geschickt worden ist, eben weil er der Jüngste von dieser großen Familie in Hörstein war. Und da sah sie eben diesen Jungen und er hat irgendwann mal seine Augen etwas in die Höhe gestreckt und hat meine Mutter am Fenster gesehen. Ja, und ein paar Tage später ging meine Mutter um die Ecke, um irgendetwas zu holen oder zu tun oder in die Schule zu gehen. Nicht in die Schule, die mein Vater ging. Das waren nur 50 Jungen, die in die israelitische Realschule im 19. Jahrhundert gingen. Und da war dieser Junge. Und er hielt an, sie hielt an und er hatte eine Orange in der Hand. Meine Mutter hatte noch nie eine Orange gesehen. Nicht, und da hat er gesagt, das ist für dich. Und das war der Anfang der Bekanntschaft. Ach, das ist eine Jugendliebe. Ja, das ist natürlich sehr interessant, dass ein junger jüdischer Junge, der nach Fürth dann geschickt wird, eben dieses jüdische Internat aus Hörstein. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier ein Bild sehen. Wir werden ein bisschen, das ist also ein Foto von circa 1920. Und das zeigt eben diese, ja, was dann wirklich bekannt und berühmt war damals, weil darüber würde schon auch wirklich Ende des 19. Jahrhunderts würde schon über die Geschichte der Juden in Fürth geschrieben. Und das ist der Schulhof, der, wo wirklich die allermeisten jüdische Einrichtungen sich dann gefunden haben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, weil das ist auch ein bisschen schwierig, ob das die Synagoge ist links oder ob das die Schule ist, Ruth. Kannst du das erkennen, jetzt hier, was wir sehen? Ja, also auf der linken Seite, wo diese Personen zu sehen sind, das ist die Hauptsynagoge gewesen. Und das Schlimme bei der Hauptsynagoge, sie hatte eine Orgel. Mein Großvater ist nie diese Straße entlang gegangen, weil er nichts mit der Hauptsynagoge zu tun haben wollte. Er ging vorbei am Gemeindehaus rechts und dahinter, das sieht man leider nicht, ist die kleinste Synagoge, die Klaus. Die hat einen österreichischen Hintergrund, als die Juden aus Wien vertrieben wurden, kurze Zeit jedenfalls vertrieben worden sind. Ist eine wichtige Rabbinerfamilie, die Frankels. Die kamen nach Fürth und im Gegensatz zu anderen Wiener Juden, die dann wieder zurückgegangen sind, sind sie in Fürth geblieben. Und sie haben das Memo-Buch mitgebracht. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Möchtest du nicht etwas über das Memo-Buch sagen? Ja,
ganz kurz nur. Also 1671 wurde die Juden aus Niederösterreich dann vertrieben. Und das ist übrigens auch der Beginn von der neuzeitlichen Gemeinde in Berlin. Vor 50 dann wohlhabende Familien sind ja von dem Großfürst eingeladen, nach Berlin zu kommen und hier sich niederzulassen. Aber ein anderer Teil ist eben nach Fürth gegangen und die Frenke-Familie hat eben ein Memo-Buch dann mitgenommen, was auch dann in Wien begonnen würde. Möglicherweise stammt dieser Memo-Buch auch schon aus polnischen Ländern, weil in diesen Memo-Büchern gibt es Gebete für den Herrscher und den genannten Herrscher ist eben einer von den polnischen Königen gewesen. Aber die erste 100, also ein Memo-Buch ist ein Gedenkbuch, für die da drin werden Seeleneinträge für den Seelenheil von Verstorbenen dann niedergeschrieben. Und in diesem Fürther Memo-Buch, was wir heute Fürther Memo-Buch dann benennen. Und das ist wirklich das schönste und auch kostbarste Memo-Buch, das es überhaupt gibt, mit Initialien aus Gold und Silber. Also wirklich herrlich, herrlich verziert. Die ersten 100 Einträge sind in Wien in dem Buch dann niedergeschrieben und dann fortgeführt in Fürth. Dann bis ins 20. Jahrhundert. Also, dann hat es eine andere Geschichte, dass das dann verschwunden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, weil im Prinzip alle jüdische Einrichtungen in Fürth sind dann zerstört worden, zum Teil auch schon vor der Kristallnacht. Aber alles ist zerstört gewesen, also nichts ist stehen geblieben. Und dieses Memo-Buch ist dann Ende der 90er Jahre dann aufgetaucht. Und dann konnte es von dem Jüdischen Museum Fürth-Franken dann erworben werden. Und dort ist es dann heute. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass ich finde es ja wunderbar, dass wir dieses Bild ja haben, weil Sie müssen sich dann vorstellen, dass Frau Weiß hier auf diesem Platz dann rumgerannt sind. Ja, weil meine Tante in dem Gemeindehaus gearbeitet hat. Ja. Ja, also das ist ja wunderbar, dass wir jetzt hier ja fast ein Jahrhundert überbrücken mit diesen Bildern und mit unserem Gast dann heute. Du bist ja 1924 geboren, deine Schwester dann 1923. Und wie war die Lebenssituation dieser jungen Familie in Fürth? Was hat dein Vater gemacht? Mein Vater war Soldat gewesen. Und das bedeutete, dass er, wenn er sein Abitur nachgemacht hat, und das war die ganze Abiturienten- oder Vorabiturientenklasse, die sich gemeldet hat aus der israelitischen Realschule. Er hat überlebt. Er war sein ganzes Leben durch eine Verletzung etwas behindert. Mein Vater hatte, nachdem er meine Mutter geheiratet hatte, sich in Fürth niedergelassen. Und offensichtlich hatte er noch keine wirkliche starke wirtschaftliche Basis. Er hat laut den Unterlagen, die man gefunden hat, ein Geschäft gehabt mit einem Partner in Fürth. Und gewohnt haben beide nach der Hochzeit bei meinen Großeltern. Wenn man sich das vorstellt, nicht diese enge Wohnung. Meine Mutter hatte zwei unverheiratete Schwestern und einen unverheirateten Bruder. Und nun kamen meine Eltern dazu und dann erst meine Schwester und dann ich. Aber irgendwie, also an diese Jahre kann ich mich selbstverständlich nicht erinnern. Mein Vater hatte in der Spielwarenbranche seine Lehre gemacht. Und als er entweder ein Ausschreiben sah oder sich beworben hat, das weiß ich nicht, konnte er nach Hamburg gehen. Und zwar aufgrund seiner Spielwaren-Erfahrung. Denn so etwas wie Public Relations-Abteilung gab es damals noch nicht. Und es war eine große Import-Export-Firma in Hamburg, die eben so einen Fachmann haben wollte, der auf Ideen kam, irgendwie den Namen dieser Firma bekannt zu machen, wie etwa
den Namen auf einen Schreib, also einen Filler gab es noch nicht, aber irgendwelche Schreibutensils zu schreiben. Und das machte ihm großen Spaß. Und ich glaube, wenn er in Hamburg geblieben wäre, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen. Denn meine Mutter war in Hamburg, so wie ich das später verstanden habe, nicht ganz glücklich. Okay. Ihr Fränkisch stimmte nicht. Naja, das wäre eine Interesse. Ich weiß nicht, hast du Erinnerung daran, wo die Familie dann in Hamburg dann gebetet hat? Oder haben sie sich dann, welche Gemeinde sie dann angeschlossen haben in Hamburg? Aber das ist bestimmt zu früh. Jetzt, ja, so ihr jüdisches Leben in Hamburg war auch orthodox geführt? Ja, also mein Vater hat am Schabbat nicht gearbeitet und an Feiertagen haben wir mit anderen Familien, die wie wir keine Familie in Hamburg hatten, haben wir teilgenommen. Das Interessante an unseren Begegnungen war, dass mein Vater mit einem Mann eng befreundet wurde, der zwar ein Jude war, aber kein frommer Jude. Ja. Und das war der Neffe von Albert Ballin. Der große Schiffsmagnat, der eben so den Hapag-Lloyd eigentlich besessen hat. Und der Berlin-Stadt vielleicht sagt Ihnen einiges, also sehr, sehr viele von den Auswanderern, die aus Russland kamen. Und zwischen 1881 und 1914 sind 2,4 Millionen Juden aus eben dem Osten nach Nordamerika gegangen. Und die sind fast alle über Hamburg gegangen. Und der Berlin hat ja auch so eine Art von Stadt aufgebaut, wo diese Auswanderer dann auch dann vorübergehend dann gewohnt haben, bis sie dann weiter. Also ein sehr, sehr bekannter Name, sehr, sehr bekannter Mann, sehr eng befreundet mit dem Kaiser. Und ebenso ja, ein Hamburger Urgestein. Ja. Er war der Erbe von Albert Berlin, weil er keine Kinder hatte. Und er ist uns dann später nach Südafrika gefolgt. Er hat in Kapstadt gewohnt, sodass ich nicht weiß, ob er dort die Gemeinde sich angeschlossen hat. Aber ich könnte es mir denken. Denn er war ein sehr, ich habe ihn sehr geschätzt. Ich habe ihn kennengelernt, als ich aufgewacht bin und Musik gehört habe. Und das war Berlin, der an einem Klavier saß und wunderbar spielte. Das war eigentlich sein Leben, war die Musik. Und durch meinen Vater und diese enge Freundschaft, sonst wäre er ja nicht nach Südafrika gekommen, nehme ich an, dass er akzeptiert hat, ich bin ein Jude. Ja, ja. Ihre Mutter musste nicht so lange in Hamburg ausharren. Also die Familie ist ja 1931 ja zurück nach Franken, aber haben sich nicht in Fürth niedergelassen, sondern in Rückersdorf bei Nürnberg. Und dort bist du ja auch eingeschult worden. Und wir haben ja ein schönes Familienbild, was wirklich aus Rückersdorf dann entsteht. Wie waren deine ersten Schuljahre dort? Die waren wirklich sehr angenehm. Überhaupt meine Kindheit war in meiner Erinnerung eine sehr geborgene und schöne Kindheit. Und die Rückersdorfer Jahre, die sind mir am meisten präsent. Wahrscheinlich, weil es eben die Nazi-Zeit war, die diese Zeit beendet hat. Aber es ging mir sehr gut. Ich war allein mit meinen Eltern, weil meine Schwester ja ein Jahr, 18 Monate genau gesagt, älter war wie ich. Und schon in der israelitischen Realschule in Fürth eingeschult werden musste, sodass sie bei unseren Großeltern während der Woche lebte und am Freitag nach der Schule zu uns nach Hause kam. Deswegen hatte ich, nicht Margot, ein Fahrrad. Und gegenüber von uns war der Wald. Ich habe jetzt zum ersten Mal Rückersdorf besucht auf dieser Reise. Jetzt ja, in diesen Tagen? Ja, jetzt vor etwa 2 Wochen.
Und bei dieser Reise oder bei diesem Besuch in Rückersdorf, da sah ich, dass der Wald wirklich gegenüber von uns, dem Haus war, in dem wir gewohnt haben. Und das andere, was ich auch noch wusste, ist, dass es in diese Siedlung, wie man es nannte, es waren die, heute würde man sagen, Pendler, die dort lebten, also nicht die im Dorf selber, sondern eben in der Nähe vom Wald. Die mussten einen kleinen Berg rauflaufen. Und meine Schwester, die wirklich, man kann es sehen, sie sitzt neben meiner Mutter. Genau, vielleicht können wir dann auch, das ist ein Foto, was in Rückersdorf, hat Ruth mir erzählt, aufgenommen wurde, wo auch Margot auch zu sehen ist, ganz rechts, ich muss mir immer dann gucken, wo Sie dann stehen, jetzt von Ihnen aus, nee, auch ganz links zu sehen. Und dann Ihr Vater und Mutter, Sie haben ja Ihren Arm über den Schulter Ihrer Vater, Ruth, ja. Richtig? Und die Mutter sitzt und ist das ist Max auch daneben, oder? Max steht links oben? Ja. Ja, genau. Und ich bin zwischen meiner Tante, einer von meinen zwei Tanten und meinem Vater. Ja, was ich sagen wollte, ist, meine Schwester war sehr hübsch und die Jungen im Dorf haben sie immer am Freitag abgeholt und sind dann diesen Berg raufgelaufen, um sie mit ihr zu reden. Und bei diesem Besuch hatte der Bürgermeister, der mich gebeten hat, nach Rückersdorf zu kommen, der hat in einem sehr hübschen Saal in der Runde mit einigen von seinen Mitbürgern hat er ein Ehepaar dabei gehabt, die nichts mit dem Stadtrat zu tun oder Dorfrat zu tun gehabt haben. Und die stellte er zuerst vor. Und die Frau kam auf mich zu und sagte, mein Name ist Margot. Und bevor ich irgendetwas anders sagen konnte, sagte sie, ich bin nach ihrer Schwester genannt. Mein Vater war tödlich in ihre Schwester verliebt. Ja, aber wenn man sich das überlegt, was dann passiert ist, nicht, dann ist die Frage, ob er das je jemand gesagt hat. Ich wollte gerade fragen, ob die Ehefrau, ob die Mutter von Margot, von die jetzige Margot, das gewusst hat. Wäre auch wirklich interessant. Wie viele andere jüdische Familien haben in Rückersdorf gelebt? Ich weiß von einer Familie, die wir wahrscheinlich kannten. An den Namen erinnere ich mich nicht, aber ich habe das einmal gelesen. Es war eine kleine Broschüre über Rückersdorf, die einer von den Bürgern geschrieben hat. Und er sagte, er wüsste, dass die Familie Löwenthal dort gelebt hat und sehr schnell nach 33 verschwunden ist, aber die Familie noch da war einige Zeit. Ja. Sie haben ja auch, du hast ja schon vorher erwähnt, dass die Familie, also die Löwenthals und die Kohns, wirklich so sehr fromme Familien waren. Und wir haben ja gestern ein bisschen darüber gesprochen. Es gibt so in Ihren Memoiren eine wunderbare Passage, wo eben so das religiöse Leben der Familie dann beschrieben wird. Vielleicht kannst du das so in einem etwas so kompaktere Versionen, aber ich finde es wirklich sehr, sehr wichtig, dass das Publikum eben so das mitbekommt, wie du und deine Familie eben in Fürth diese ehrwürdige jüdische Gemeinde gelebt haben. Also am Schabbat, weil meine Schwester aus Fürth gekommen ist, war wie eine sehr kleine, nukleare Familie. Aber es war immer sehr, sehr schön. Wir feierten Onek Shabbat. Mhm. Und das bedeutete Geschichten und Erzählungen aus der Bibel oder die eben irgendwie einen jüdischen Hintergrund hatten. Aber die wichtigsten Tage habe ich mit unseren Großeltern verbracht. Vor allem natürlich etwas später. Aber auch diese Feiertage, die waren außerordentlich wichtig. Ich war wahnsinnig stolz, dass wir zu der Klaus gehörten. Nicht? Und war also super religiös.
und bin so oft ich konnte, und das war fast jeden Schabbat, jeden Feiertag, würde ich sagen, den Schabbat waren wir ja zu Hause im Dorf. Ja, Entschuldigung, dass ich weiß nicht, warum das Bild verschwunden ist, weil wir sehen es hier noch auf dem Schirm. Ja, da haben wir es wieder. Ja, und ich war auch wirklich fasziniert. Kannst du ein klein bisschen beschreiben, wie eben die Klaus-Synagoge ausgesehen hat? Ja, die Klaus war ein sehr altes Gebäude. Und die Empore, wo die Frauen saßen, war mit einem vergitterten hölzernen Zaun sozusagen, Halbzaun. Also unten war nur eine Wand und dann dieser hölzerne Vorhang, der mit sehr schön geformt war. Und meine Großmutter, weil mein Großvater ein Kohen war, hatte einen Platz genau an der Empore. Und das war auch für meine Schwester sehr wichtig. Wir standen dann neben meiner Großmutter und wir konnten immer durch diese Luken sehen, was unten die Männer taten. Wenn jemand aufgerufen wurde, um Kaddisch zu sagen oder um eben etwas aus der Tora zu lesen, aus der Wochen Lektion zu der Tora zu lesen. Wir haben auch ab dem 12. Lebensjahr, das heißt also, ich noch nicht ganz, nicht den ganzen Tag gefastet an Tisha B'Av und Yom Kippur, aber den halben Tag. Das war uns auch sehr wichtig. Und in der Klaus habe ich vor allem ich war sehr stolz, dass wir auch dieser Gemeinde angehörten. Dass an bestimmten Tagen, das brauche ich dir nicht zu erklären, die Kohen die Gemeinde gesegnet haben. Yom Kippur, dieser Segen, da waren wir beide mit unseren Nasen sehr nahe an dem Vorhang, um das zu beobachten. Und wir konnten beide das Zeichen des Segens nachmachen. Genau, die gespreizte Finger, ja. das Segen, heißt Duchan. Und das wird eben am Yom Kippur, ja. Dann, wo die Kohanim das machen. Aber in der Familie, in der großväterlichen Familie, da war das Judentum im Zentrum. Alles drehte sich um den Glauben und um die Gebräuche. Wir haben auch vorher gesehen, bei diesen Inserate, ebenso, wo Lehrlinge gesucht wurden, dass eben so die Geschäfte dann am Samstag und Feiertage dann geschlossen waren. Das war die schönste Zeit, also Rückersdorf, aber die Familie ist dann doch dann nach Fürth, aber gleich nach der Übergabe an den Nationalsozialisten, 30. Januar 1933. Ich war wirklich schockiert, dann, als ich dann in deinen Memoiren gelesen habe, dass unmittelbar nach der Machtübernahme bist du ja auch täglich angegriffen worden. Also du und die Familie hat sofort eben so die Zeitwechsel gespürt. Hier will ich auch ein bisschen natürlich vorsichtig sein, weil allzu oft denkt man, dass wirklich alles mit dem 30. Januar begonnen hat. Und das ist natürlich nicht der Fall. Also Antisemitismus war ja weit verbreitet in Deutschland davor. Manchmal haben wir Schüler und sie denken einfach so, am 30. Januar ist eine Lichtschalte betätigt worden. Das ist nicht der Fall. Nichtsdestotrotz, wirklich, ich glaube, das war am 1. Februar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, hast du das zu spüren bekommen? Es war ungewöhnlich, nicht? Dass das ohne irgendeinen Übergang geschehen ist. Aber es war eben Franken. Und in Franken hatte Julius Streicher ja schon, du sagtest 1921, den Stürmer. 23 würde der Stürmer dann erstmals verlegt. Also Anfang der 20er Jahre, als er selbst noch ein Grundschullehrer war. Aber er hatte trotzdem die Möglichkeit gehabt, den Stürmer zu gründen und sich der NSDAP als einer der ersten Stunde
anzuschließen. Und er war Hitler total treu und ergeben. Und er hatte also nun von 21 bis 33 Zeit, seine virulente antisemitische Meinungen Woche für Woche zu veröffentlichen. Und das hat natürlich einen großen Einfluss gemacht, nicht die NSDAP. Es war kein Zufall, dass Hitler Nürnberg ausgesucht hat. Nicht nur wegen Streicher, sondern wegen der zweimaligen Vertreibung der Juden aus Nürnberg, die erst 1850 zurückkommen durften. Nicht und dann aus Fürth oder den umliegenden Landschaften zurückkamen. Aber diese Möglichkeit, die NSDAP fest zur politischen Gesellschaft sozusagen zu machen, die hat Streicher geschafft. Ja, der war ja sogenannter Gauleiter vom Franken. Ja. Aber Ruth, ganz zurück, was ist dir tatsächlich denn passiert denn in diesen ersten Tagen? Ja, also als ich in die Schule kam, da wir saßen an langen Bänken, nicht die vier Grundschulen waren alle in derselben Klasse, in demselben Zimmer. Und das bedeutet, dass der Lehrer drei Klassen etwas schreiben ließ und eine mündlich unterrichtete. Und meistens, wenn ich das so sagen darf, wollten die Mädchen neben mir sitzen. Ich hatte sehr oft jemand anders als den Tag vorher. Woran das lag, das weiß ich nicht, aber jedenfalls macht es mir Spaß. Und nun hatte ich plötzlich niemand mehr und ich wurde nicht mehr aufgerufen. Nicht? Und ich hatte auch ich hatte an diesem Tag, das ist eben, wo die Erinnerung vielleicht nicht so scharf ist, wie man denkt. Aber ich weiß, dass ich an dem Tag mein Poesiealbum weggeworfen habe im Wald. Und nachdem ich gesehen habe, nicht wie meine lieben Freundinnen plötzlich nicht mehr meine Freundinnen waren. Und dann geschahen wirklich einige sehr unangenehme Sachen sehr schnell. Das erste war, dass meine Schwester, als sie am folgenden Freitag dann nach Hause kam, dass ich sie nicht abgeholt habe, aber die Jungen, vor allem der Sohn von unserem Lehrer, die neben uns wohnten, der war plötzlich nicht mehr dabei, meine Schwester abzuholen. Und sie wurde beschimpft, sie wurde mit Schmutz beworfen und dann musste sie diesen Berg rauflaufen, nicht? Die Jungen hinter ihr. Sie haben sie nicht physisch angegriffen, aber es war ein ganz furchtbarer Empfang. Und kurz darauf wurde mein Onkel, er ist auf dem Hochzeitsbild, nicht in diesem Bild, wurde mein Onkel, der wahrscheinlich ohne Wissen seines sehr frommen Vaters eine christliche Freundin hatte. Als er sie besuchte, wurde er zusammengeschlagen. Und seine Freunde oder er selber muss gesagt haben, bringt mich nicht nach Hause, ich gehe zu meiner Schwester. Und da kam er zu uns aufs Dorf, wurde er wirklich ziemlich mitgenommen bei uns, kam er an. Und natürlich bin ich aufgewacht, meine Schwester war ja nicht da. Und ich habe gesehen, wie mein Vater in den Wald ging, um seinen Revolver loszuwerden. Denn den hatte er irgendwie illegal wahrscheinlich aus dem Krieg mitgenommen. Aber er wusste, einen Jude mit Waffe war gefährlich. Und das war auch nicht das Allerletzte, was geschah, sondern Streicher hatte vor dem 7. April, der Tag, an dem die Juden im Staatsdienst von einer Stunde zur anderen entlassen worden sind,
Er hatte vorgearbeitet, indem er die großen Spielwarenfirmen angesprochen hat und gesagt, das ist doch eine tolle Idee. Nicht, könnt ihr ja gleichzeitig eure jüdischen Angestellten entlassen. Und die Firma, für die mein Vater damals arbeitete, war eine nun arische Firma. Und er wurde also ganz, ganz plötzlich entlassen, sodass wir schon in diesen ersten Monaten, in den ersten 6 Monaten, nach all den Sachen, die in Berlin passierten, ob ich damals mir die Bewusstsein bewusst war, würde ich bezweifeln. Aber ich wusste, dass mein Vater keinen Job mehr hatte. Ja, ja. Und das war natürlich dann der Grund, warum der Vater dann ebenso zu einem sehr frühen Zeitpunkt dann auswandert. Und er geht aber allein. Er geht allein nach Südafrika. Ich finde es auch interessant, dass der Vater, also Richard Löwenthal, hat ja bei einer Spielzeugfirma, die eben arisch war, weil in Nürnberg und um Nürnberg eben so, das ist das Zentrum von der Spielzeugmanufaktur in Deutschland gewesen. Und das waren sehr, sehr viele deutsche Juden, die eben diese Manufaktur auch gegründet haben. Meistens sind sie auch dann hervorgegangen aus Manufakturen, die zuvor eben so Blech-Utensils mal gemacht haben. Also der Spielzeugmanufaktur wird im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Also sehr, sehr viele. Ich würde sagen, mehr als die Hälfte der Spielzeugproduzenten da in Nürnberg und um Nürnberg waren eigentlich so im jüdischen Besitz. Aber dein Vater hat ja aber eine nicht-jüdische Firma. Er geht allein nach Südafrika, aber warum Südafrika? In der Gegend, in der mein Vater groß geworden ist, da gab es sehr viel Armut zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und es sind viele Leute ausgewandert, nicht nur Juden. Und Südafrika hatte eben diese Anziehungskraft durch die Entdeckung von Diamanten. Das ist ja traditionell von 1492, nicht als die spanischen Juden ausgewiesen wurde. Zu der Zeit wurde die in Amsterdam und in Antwerpen die Diamantenindustrie gegründet und das ist automatisch fast von Juden dann übernommen worden für sehr lange. Und nun gab es Diamantenvorkommnisse in Südafrika im 19. Jahrhundert und 20 Jahre später dann die Goldentdeckung. Und deswegen viele Juden nach Südafrika in diesem Jahrhundert sich dann dort angesiedelt hatten. Und mein Vater hatte 2 Vettern, Onkel, also jedenfalls 2 Familien, die in Südafrika und beide in Johannesburg lebten. Und die haben gesagt, es ist sehr leicht, nach Südafrika zu kommen. Alles, was du brauchst, ist eine Schiffskarte und wir bürgen für dich. Nicht? Und das ist, was dann plötzlich später geändert wurde. Also der Vater geht ja weg und du und deine Schwester und deine Mutter sind ja noch in Fürth. Ihr seid dann nach Fürth gezogen. Wir haben ja auch ein paar Fotos, sehr schöne Fotos. Das ist ja Ruth und ihre Schwester. Das ist schwer für mich zu schätzen. Du siehst aus, als wenn du dort so 10 Jahre alt bist. Dann haben wir ja das Foto und eben... Das ist, glaube ich, links ist wahrscheinlich noch ein bisschen früher. Du siehst ein bisschen jünger auf dem Bild aus, aber das ist ein sehr schönes Foto von Margot und Ruth. Dann ist das in der Wohnung? Weißt du noch, ob das dann in eurer Wohnung ist? Oder? Das muss in Rückersdorf gewesen sein. Ah, okay, und da werden auch dann eben so Seifenblasen gemacht. Was hat sich dann, ja, was hat sich für euch denn geändert? Der Vater ist weg und wir haben darüber gesprochen, so wo... Das war ja eigentlich klar, dass es ja vorgesehen war, dass du und deine Schwester und Mutter dann nachfolgen. Das ging aber nicht so schnell. Ja, wir haben natürlich immer an unseren Vater geschrieben, wenn meine Mutter ihre Briefe, bevor meine Mutter ihre Briefe abgeschickt waren. Wir haben ihn sehr vermisst, vor allem ich, weil durch diese Nähe im Dorf war ich meinem Vater sehr nahe. Und ich liebte ihn über alles und habe ihn sehr vermisst.
Und das ist eben, was sich geändert hat, was die Schule und die, oder die in der Schule, die Beziehung zwischen den Lehrern, die zum Teil entlassene Lehrer waren, die dann aber eben in der jüdischen Schule untergekommen sind, und den Kindern war. Ich habe einmal einen Aufsatz geschrieben, mein Vater. Und nach diesem Aufsatz hat mich der Lehrer zu sich gerufen und hat gesagt, du vermisst deinen Vater. Ich sagte ja. Und dann sagte er, wenn du irgendwelche Probleme hast, die du nicht in der Familie besprechen willst, kannst du jederzeit zu mir kommen. Das ist nicht etwas, was jeden Tag passiert. Und sie haben sich um uns physisch gekümmert. Sie hatten Angst um uns. Ja, die jüdische Schule in sehr, sehr vielen Orten sind ja auch als Oasen der Verborgenheit bezeichnet worden, also wirklich so safe places und eine feindliche Umgebung. Wir sehen hier ein Übertrittszeugnis, was auch interessant ist, weil häufig heißt es dann Abgangszeugnis, wann ein Schüler oder Schülerin die Schule verlässt. Auf einmal, auch von Weitem kann man sehen, dass Ruth Weiss nur sehr gute Noten gehabt hat und dass auch ein bezaubernde dann Beurteilung insgesamt als Schüler, als Schülerin. Was sehr interessant ist, das ist ja ausgestellt worden, ich glaube, das ist den 20. Dezember 1935. Wir sehen auch den Stempel von der israelischen Realschule Fürth. Aber der Grund von der Übertritt ist, dass sie dann auf eine in Johannesburg bestehende Schule geht. Also scheinbar offensichtlich Ende 1935 war es dann doch klar, dass du und der Familie dann auswandern könnten. Aber das ging ja nicht sofort. Es hat ja so 2-3 Monate weiter, glaube ich, gedauert. Ja, also der Grund, warum mein Vater dann ganz plötzlich gesagt hat, ihr müsst kommen, waren natürlich die Nürnberger Gesetze. Nicht, dass wir keine Bürger mehr waren, den Schutz des Reichs verloren hatten und gleichzeitig in Südafrika der Antisemitismus plötzlich ganz präsent war. Ja, die Nürnberger Rassengesetze sind ja auch verkündet worden bei dem Reichsparteitag in Nürnberg, wo die Reichsparteitage alle dann stattgefunden hat. Im September, also 15. September 1935, sind sie dann veröffentlicht worden. Ihr habt ja mit dem Vater korrespondiert. Hat er auf irgendeine Art und Weise euch vorbereitet, auch erzählt, im Prinzip so, wie das war in Südafrika, in Johannesburg war und was ihr dann eigentlich zu erwarten habt? Nein, wir hatten, Margot und ich glaube, meine Mutter auch, hatte keine Ahnung, in welches Land wir kommen. Es war eben ein Land, in dem mein Vater Familie hatte, wo er versuchte, sich ein neues Leben aufzubauen und dass wir, sobald er das geschafft hat, wir zu ihm kommen können. Aber über das Land und über den Kontinent wussten wir überhaupt nichts. Und waren auch sprachlich nicht vorbereitet. Bevor wir über die Reise dann reden, wie war dann der Abschied von den Verwandten und Freunden? Es gab eigentlich nur einen Abschied von unseren Großeltern und von unseren eine Tante, die da war. Denn in der Schule, das habe ich nicht am Anfang gesagt, das gehörte eben auch zu Franken, in anderen Schulen, du hast das, glaube ich, bestätigt, konnten einige jüdischen Kinder bis Abitur bleiben. Beziehungsweise bis zum Verbot jüdischer Kinder insgesamt an öffentlichen Schulen, was eben nach der Kristallnacht, nach den Novemberpogromen im November 38. Wir haben ja auch Zeitzeugen hier gehabt, die erzählt haben, sie haben ihre ganze Schulzeit ja bis zu Abitur dann in eine öffentliche Schule verbracht.
Meistens waren das Berliner. Also Berlin ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Auch was die, auch was, was, wie man ausgesetzt war, eben Ausgrenzungen, Verfolgung. Ja, in allen öffentlichen Schulen wurden die Anzahl von jüdischen Schülern und Schülerinnen dann eingegrenzt, schon 1933 im April. Aber in Fürth ebenso, es gab keine jüdischen Schüler, die in öffentlichen Schulen mehr waren. Aber in Nürnberg und in Fürth, wo es eben diese private israelitische Altschule gab, da hatte der Stürmer oder sein Team sehr eindringlich mit den Direktoren gesprochen und gesagt, es wäre doch besser, wenn die jüdischen Kinder in jüdische Schulen gehen. Ja, ja. Sodass diese kleine Schule, die ja nur ein Wohnhaus war, das konvertiert wurde zu einer Schule, das sieht man heute noch. Heute ist es das Gemeindehaus. Genau, das Gebäude besteht noch. Wir waren zu viele Kinder, aber wir hatten auch zu viele Lehrer und wunderbare Lehrer, sodass wir kleine Klassen waren. Aber es gab nicht genug Platz. Ich wollte mal fragen, ich habe ja ein Bild gesehen aus den 30er Jahren. Da waren, auf dem Bild waren nur so männliche Lehrer zu sehen. Gab es auch dann Frauen, die in der Schule gelehrt haben? Ja. Gab es auch, okay. Eine andere Frage, worüber wir gar nicht gesprochen haben, aber wir reden die ganze Zeit. Und es würde mich interessieren, so habt die ganze Familie hat natürlich dann Fränkisch gesprochen, oder? Also war ganz eindeutig, gab es einen Unterschied zwischen dem Fränkisch, was die Löwentals in Hörstein gesprochen haben und ebenso die Coens in Fürth? Es war genau dasselbe. Die Nachbarn, unsere Schabiskoi, hat genau gesprochen wie meine Mutter. Mutti. Dann bin ich verloren. Dann habe ich Schwierigkeiten, das Gespräch auf Fränkisch dann fortzuführen. Ich habe ja auch dann, auch gestern, als wir uns getroffen haben, auch gefragt, ob du irgendwas besonders mitgenommen hast aus Andenken an Fürth oder an die Familie in Fürth. Denn es war ja eigentlich ganz klar für die Familie, dass das ein Weggang ohne Rückkehr war. Ja, ich sagte dir, dass wir sehr kurzfristig, also Margot und ich, sehr kurzfristig wussten, dass wir nach Hamburg fahren würden und von dort aus nach Kapstadt. Also das Wort Kapstadt war uns geläufig und Johannesburg auch. Aber sonst wussten wir nichts von diesen vielen Häfen, die wir anlaufen würden. Wir hatten keine Ahnung. Und ich durfte nicht mal eine Puppe oder ein Buch, das ich gelesen habe, fertig lesen oder mitnehmen. Es war einfach kein Platz. Es war ein Frachtschiff, in dem wir waren. Und die Emigranten, die aufgenommen worden sind, also die Flüchtlinge nach Südafrika, durften nur in der dritten Klasse fahren und es war eine kleine Gruppe, aber eine verängstigte Gruppe. Mhm. Und die Kinder, wir alle, wir waren nicht mehr wie fünf, wir Kinder haben uns zusammengetan. Dieses Mal hatte ich die Möglichkeit, etwas über das Kontinent, in dem wir nun angekommen sind oder ankommen würden, zu lesen, weil es eine Schiffsbibliothek gab. Die war aber etwas schief. Die war pro Bur, weil die meisten Passagiere eigentlich nach ehemalige Deutsch-Südwest, nach Südwest, nach Namibia, in Swakopmund oder in Lüdelsbuch ausgestiegen sind. Also, was ich da las, hat mir einen Einblick gegeben in die Spannung zwischen den Englischsprachigen und den Afrikanischsprachigen. Und ich lernte zum ersten Mal etwas über die Afrikaner, denn wir haben sie physisch an Bord gehabt, weil der Kapitän sogenannte Zwischendeckpassagiere aufnehmen durfte und das auch tat. Das waren Afrikaner,
zum größten Teil afrikanische Familien, Großfamilien, die von einem Hafen zu einem anderen fuhren. Keine Südafrikaner, sondern... Ja. Mit den Kindern konnten wir nicht sprechen, aber wir konnten mit ihnen spielen. Und wir konnten uns verständigen. Und die haben uns natürlich Essen angeboten und konnten nicht verstehen, warum wir das nicht akzeptierten. Aber jedenfalls waren sie uns gegenüber sehr freundlich gestimmt. Und das war schon ein großer Unterschied. Aber das andere, was ich aus meiner Lektüre lernte, war, dass es einmal eine Sklavengesellschaft gegeben hat. Nicht? Und wir haben gedacht, und ich habe das schon einige Male gesagt, wenn wir in Südafrika ankommen, sind wir in einem afrikanischen Land, so wie diese Länder, die wir vom Schiff aus gesehen haben. Dann müssten wir mit Afrikanern, unter Afrikanern leben und wir müssen uns fremde Sprache aneignen. Und wir würden unter ihnen leben, mit ihrer uns fremden Kultur. So hatten wir uns das vorgestellt. Ja. Und dann, das war eine sehr lange Reise, also 6 Wochen. Und dann seid ihr dann angekommen. Und dann, was waren die ersten so Eindrücke? Ihr seid in Cape Town angekommen? Wir sind in Cape Town angekommen und meine Mutter wahrscheinlich hat das organisiert. Wir sind wirklich vom Schiff zum Zug gebracht worden von einer Betreuerin, die Margot und mich ansah und sagte, ach, wie schön, dass die Mädchen so eine helle Haut haben. Und wir haben die dunkle Haut der Afrikaner bewundert und vor allem ihre schönen dunklen Augen. Und nun war plötzlich die Rede von weißer Haut, heller Haut. Das war uns sehr befremdend. Vor allem, weil die Damen in der ersten und zweiten Klasse sich in die Sonne gelegt haben auf ihren Liegestühlen, um braun zu werden. Das war uns etwas fremd. Ja, das Braune dann, das Colored, hast du ja auch dann sofort dann auch dann kennengelernt in Südafrika. Also ihr seid dann zum Vater dann gefahren. Was hat er eigentlich in diese fast 3 Jahre gemacht? Ja, 3 Jahre, seit er weggegangen ist. Er hat versucht, wie ich schon sagte, sich ein Leben aufzubauen. Und das tat er, indem die Familie, die er nun kennt, die 2 Familien, die er nun kennengelernt hatte, die sagten, also ein Job als Angestellter bekommst du nicht, kannst kein Englisch. Und außerdem war das ja auch eine Zeit von wirtschaftlichem Niedergang. Nicht nur in Südafrika, sondern weltweit. Ja. Das Beste ist, wenn du einen Laden aufmachst. Und sie haben ihm also geholfen in einem sogenannten armen weißen Vorort, wo die... Ein Foto, was aus dem Buch genommen ist, aber es ist so schlecht, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aber wir sehen ja hier, das ist doch Margot und deine Mutter, oder? In der Mitte im Schiff. Und ich glaube, du bist ja da links, aber nicht zu sehen. Und da haben wir das Foto, was ein viel späteres Foto ist. Das ist kein Foto von 1936. Aber das ist der Laden, das der Vater hatte. So sah der Laden aus. Und meine Mutter sollte also nun auch im Laden helfen. Und das bedeutete, mein Vater hatte schon eine junge Afrikanerin kennengelernt und mit ihr gesprochen, ob sie bei uns den Haushalt machen würde. Und diese Frau hat, man kann das nicht sehen, aber um die Ecke von diesem Laden ist das Haus, in dem wir wohnten. Und vor dem Haus ist eine Veranda. Und da meine Mutter noch keine Möbel hatten, also es gab nur, was mein Vater gekauft hatte, also das Allernötigste, hat meine Mutter mit Händen und Füßen und einigen Worten mit der jungen Frau auf der Veranda dann konsultiert
und ausgemacht, dass sie also zu uns kommen sollte. Und während sie das tat, haben Margot und ich mit der Tochter von dieser Frau gespielt. Meine Mutter hat es dann auf den Arm genommen, damit die Frau das wieder auf ihren Rücken binden kann. Und diese Geste, dass meine Mutter ein schwarzes Baby in der Hand hatte, im Arm hatte, hat die ganze Stadt, die Straße gesehen. Und dadurch haben uns dann die Nachbarn besucht und meiner Mutter klargemacht, dass das gegen die lokalen Sitten ist. Ja, in deinen Memoiren ist das auch so sehr pointiert dann beschrieben, wie diese zwei Damen dann in dem Haus kommen. Und ich glaube, zu der Zeitpunkt, deine Mutter hat ja noch keine Afrikaans verstanden, haben eben so mit deinem Vater gesprochen, ja, und eben auch gesagt, und du beschreibst es im Buch, dass deine Mutter eigentlich gar nicht wusste, um was es eigentlich geht, ja, und dass dein Vater eigentlich ihr dann aufklären müsste, was eigentlich los war. Also das ist auch eine sofortige Begegnung mit dem Rassismus dann in Johannesburg, in Südafrika. Ihr habt ja in einem Viertel dann gelebt, was Mayfair dann hieß. Und Ruth schreibt in ihr Buch, dass das hat ja ganz und gar nichts mit Mayfair in London zu tun. Also es war ja wirklich dann ein armen Viertel, so am südwestlich, ein bisschen so südwestlich vom Stadtzentrum. Ihr seid ja angekommen, also was ich auch interessant fand, war, Ruth das vorher erwähnt hat, dass sie schreibt auch in ihren Memoiren, dass es auf dem Schiff, auf diesem Frachter, die eben 6 Wochen lang unterwegs war, dass es koschere Konserven gab. Also so, dass die Familie eben auch dann weiterhin eben so die jüdische Speisegesetze dann einhalten konnten. In Mayfair, welche jüdische Gemeinde habt ihr angeschlossen? Es gab eine große jüdische Synagoge, in die ich dann allein gegangen bin, als ich feststellte, zu meinem Schock, dass mein Vater am Schabbat arbeiten musste. Und da bin ich dann alleine dorthin gegangen. Ich wusste, wo das war. Ich hatte auch eine jüdische Mitschülerin in der Schule, die ist aber ziemlich bald dann in einen anderen Vorort gezogen. Und das war eben der Prozess. Die Juden kamen an, wohnten in den billigsten möglichen Unterkünften. Und dann, nachdem sie wirtschaftlich sich etabliert haben, zogen sie in einen etwas gehobenen. Das ist auf jeden Fall. Überall dasselbe, ja, genau. Ja. Und ich fand die Synagoge ohne Schwierigkeiten, aber in der Empore war ich praktisch allein, außer ein oder zwei älteren Damen. Und auch unten, die Männer, die zur Synagoge gekommen sind, ich weiß nicht mehr, ob das überhaupt eine Minyan war, wo man einen Rabbiner gab es ganz bestimmt nicht, aber wahrscheinlich ein Vorbeter und vielleicht 10 Leute. Ich war sehr enttäuscht, aber ich habe verstanden, dass es eben nicht genug Juden mehr in Mayfair gab. Und mein Versuch, daran festzuhalten, was so wichtig für mich gewesen war, in Fürth vor allem, nach 1933, die Schule, die Gemeinde, die Familie, die man ja immer schwieriger besuchen konnte, nicht vor 1933, wenn ich sagte ja, dass wir alle unsere Feiertage mit unserem Großvater im Heim unseres Großvaters begangen haben, da hat man dann zu bestimmten Zeiten während der Feiertage die Familie besucht. Da es ja eher Ruf gab, konnten wir Blumen mitnehmen. Richtig, ja. Und deswegen war diese Wärme, die ich dadurch empfunden habe, auch durch die Schule, war mir sehr wichtig. Und nun war das plötzlich zerstört.
denn in den ersten Monaten hat mein Vater noch nicht dran gedacht, uns alle bei der neuen deutsch-jüdischen Gemeinde anzumelden, was er dann tat. Und an Feiertagen hat er den Laden zugemacht und wir sind dann in die Stadt, um die Feiertage dort zu begehen. Ja, ich meine, es unterstreicht, dass die Familie Löwenthal in Johannesburg eben zunächst überhaupt nicht in einem Viertel gelebt hat, wo es eben diese jüdische Infrastruktur gab. Ja, und das ist ja unvergleichbar. Man muss wirklich nochmals betonen, dass es gab ja kaum andere Städte in Deutschland, die so eine jüdische Infrastruktur gehabt haben wie Fürth, also an diese Nähe. Habt ihr dann auch die Feiertage mit anderen Familien gefeiert oder wart ihr dann auch eher isoliert ja, und allein? Wir, die Ezraim, diese Synagoge, die haben zum Beispiel ein Sedermahl angeboten für Mitglieder wie uns, die sonst keine Großfamilie hatten. Dasselbe galt für den Schabbat, aber da waren wir sehr eigentlich nur, ich kann mich nur an einmal erinnern. Und einmal bin ich, nachdem ich so enttäuscht in Mayfair war, bin ich in die Stadt gelaufen, um in der Hauptsynagoge in Johannesburg im Zentrum den Gottesdienst zu begleiten, aber der Weg war dann doch etwas sehr lang. Du bist ja sofort eingeschult. Wie war es dann in der Schule? Und der Vater hat ja schon Afrikaans und Englisch sehr, sehr gut gesprochen. Ihr seid aber angekommen, ich weiß nicht, wie gut konntest du dann Englisch, als du angekommen bist? Nein, ich habe etwa 6 Monate überhaupt nicht in der Schule gesprochen. Was ich nicht wusste, ist, dass zwei von unseren Lehrerinnen eine Frau Schlesin, damals sagte man noch Fräulein, Sonja Schlesin war die, das stellte ich Jahre nach ihrem Tod fest, war die Sekretärin als junge Frau von Mahatma Gandhi gewesen durch Kallenbach. Es ist interessant, dass Mahatma Gandhi 3 Freunde hatte. Eine war Kallenbach und seine Nichte Sonja Schlesin, meine Klassenlehrerin, und einen dritten Mann, dessen Namen ich nicht kenne, die waren alle 3 Juden. Nicht? Und das waren seine Berater sozusagen in seiner ersten Zeit als Politikerin. Denn das fing ja in Südafrika an. Ja, ja, genau, das beschreibst du auch. Dann aber ich wollte nur sagen, weder Sonja Schlesin noch eine Fräulein Hufnagel haben je ein deutsches Wort mit uns gesprochen und das war gut. Nicht, wir mussten einfach Englisch lernen und Afrikaans haben wir im Schulhof gelernt. Ja, genau. Wir sehen hier ein Foto von dir und Margot, wahrscheinlich nicht allzu lange. Das ist aber nicht in Mayfair aufgenommen. Ja, das ist in Joubert Park, denn die deutschen Juden waren gewohnt, am Schabbat Nachmittag spazieren zu gehen. Und da haben sie dann diesen Park gefunden und sind, wie man die vielen Witze über die Jekes erzählt, um diesen Park gelaufen. Und gelegentlich sind sie dann einem anderen Ehepaar begegnet und dann gab es eben Good Shabbos, Herr Doktor. Good Shabbos, Herr Doktor. Das gehörte auch dazu. Ja, an einer Stelle in deinen Memoiren erzählst du von, ist das eine Verwandte von deiner Mutter, der Doktor war? Und dann, ich kriege das nicht so ganz zusammen, aber es ging darum, dass es dort ein anderer, und hat sie gesagt, er soll aufhören zu stottern, also Doktor, um die Titel dann aneinander zu reihen. Wir sehen hier ein schönes Foto, also 1937, also ja, ein Jahr, vielleicht ein bisschen mehr, eineinhalb Jahr, nachdem ihr angekommen seid. Ich weiß jetzt nicht, warst du Klassensprecherin? Dürfte man deswegen so das Schild halten? Vielleicht kannst du hier was dazu erzählen. War die Schule in Mayfair? Wahrscheinlich, weil ich gut abgeschnitten habe in meinem Examen. Ah,
Aber jedenfalls das ist nicht, diese Frau ist nicht die Frau Schlesin. Das war in der nächsten Klasse. Aber der Mann war der Direktor der Schule. Der ganz er links. Er und Frau Schlesin haben mir dann ermöglicht, von dieser Schule, die hieß Intermediate School, das heißt mittlere Reife, die haben mir dann ermöglicht, in einen anderen Vorort mein Matriculation zu machen. Ja. So ungefähr zu dieser Zeit, du warst ja auch Mitglied von jüdischen Jugendgruppen. Du warst ja Mitglied von der jüdischen Jugendgruppen. Ja, von zwei. Von zwei. Möchtest du davon ein bisschen was erzählen? Ja, in Fürth waren Margot und ich beide durch die Schule in einer zionistischen religiösen Bewegung, Esra. In Fürth? Ja, die gab es nicht in Südafrika. Und Margot ist dem Habonim beigetreten. Und der war mir nicht politisch genug. Und dann bin ich zu Hashomer Hatzair gegangen. Die junge Wächter, ja, die eher linksorientiert waren, auch in Deutschland. Ja, aber das waren ja auch, vielleicht ist es auch wichtig, dass wir dann erzählen, dass die Mehrzahl, die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung in Südafrika stammten aus Litauen. 70%. Und das sind eben so Familienmenschen, die auch so um die Jahrhundertwende, schon auch ein bisschen früher eben so im Zusammenhang mit das, was Ruth erzählt hat, mit dem Entdeckung von den Diamanten und dann später Gold. Also die deutschen Juden waren ja eine absolute Minderheit in Südafrika. Und da sind circa, glaube ich, so um die 6.000 deutschen Juden konnten zwischen 1933 und 1900, wir sagen jetzt wirklich hier 36, dann nach Südafrika auswandern. Danach gab es wirklich nur noch wenig, war die südafrikanische Regierung dann Ende 1936 die Einwanderungsbestimmungen sehr verschärft haben. Das letzte Schiff war die SS Stuttgart mit 580, glaube ich, Flüchtlinge drauf. Wir haben ja ein paar Sammlungen im Archiv dazu. Und Ruth und ihre Familie sind mit dem vorletzten Schiff, wo mehrere Flüchtlinge ins Land gelassen wurden. Ja. Also die Stuttgart wurde mit dem Hitlergruß empfangen, denn diese Änderung der Einwanderungsgesetzen, die sich sehr schnell zwischen Dezember oder eigentlich September, bevor die Stuttgart ankam, und im Januar wurde dann das Gesetz verabschiedet, dass keine Juden mehr nach Südafrika kommen durften. Das entstand durch die politischen Verhältnisse zwischen den englischsprachigen Bürgern, die damals nicht nur die Wirtschaftsmacht hatten, sondern eben auch politisch sozusagen an der Macht waren. Und die Nationale Partei des Burschentums, die in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts, 1912, entstanden ist, hatte eine Verbindung mit dem sogenannten Afrikanische Bruderbund. Und dieser Bruderbund war eine Geheimorganisation, die später die Apartheid erfunden hat. Und auch die Apartheid abgewählt hat, wenn man so will. Denn ohne den Bruderbund ging nichts. Und ein Professor und ein großes, ein mächtiger Mann im Bruderbund war der spätere sogenannte Architekt der Apartheid, Dr. Verwoerd. Er war damals an der Stellenbosch-Universität und war verantwortlich für nicht die Entstehung des Antisemitismus, der war schon latent da, aber er hat es gefördert und er hat Massenversammlungen organisiert unter den Studenten und Dozenten und Professoren und hat natürlich die
die Arbeiterschicht der armen Weißen vertreten. Er sagte, wir können diese Juden nicht aufnehmen, die nehmen den armen Weißen Buren die Jobs weg. Genau. Mhm. Und die Vorbereitung für die Stuttgart war eigentlich, die Stuttgart nicht landen zu lassen, sondern die Landung zu verhindern und das Schiff zu vertreiben. Das ist nicht eingetreten, nicht weil Verwurt seine Meinung geändert hat, sondern weil ein Sturm die Massen abhielt, zum Hafen zu kommen. Aber der Empfang von der Stuttgart und die langen Debatten vor und nachher über das Judenproblem, gingen weiter. Genau, und dann mit dem sofortigen Folge, dass eben die weitere Einwanderung nur für Menschen, ein paar Menschen, die wirklich auch Verwandten schon im Land dann hatten, das gilt auch für deine Familie, glaube ich. Der Krieg beginnt am 1. September 1939. Südafrika ist wirklich ganz weit weg von dem Geschehen. Wie hat dann deine Familie auf den Kriegsbeginn reagiert? Wie hast du auch dann auf den Beginn des Zweiten Weltkriegs dann reagiert? Weil es war auch so, dass ihr habt da mitbekommen, aber ihr wart in einem Land, was natürlich sehr, sehr, oder eine Großteil der Bevölkerung sehr antibritisch dann eingestellt war. Wie war die Stimmung im Land und dann eben so unter den deutsch-jüdischen Flüchtlingen, unter der jüdischen Bevölkerung, dass der Krieg begonnen hat? Die jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland hatten wahnsinnige Angst während des Krieges, als die Kriegsnachrichten in den ersten Jahren vor allem für Hitlers Blitzkrieg, ich brauchte seine Siege jetzt nicht zu erwähnen, kennt jeder. Und eine Gruppe hatte sogar Geld gesammelt, um ein Schiff zu mieten. Ich weiß nur nicht, was sie mit dem Schiff angefangen hätten, wo sie hinfahren wollten. Aber sie dachten, in dem Augenblick, in dem die Nazis an der Macht sind, wird in Südafrika eine antisemitische Regierung an die Macht kommen, ja. Was ja dann auch der Fall war. Ja. Also der Antisemitismus hat uns immer begleitet. Vielleicht nicht immer persönlich, aber wir wussten, dass es ihn gab. Vielleicht kann ich das in einer kleinen Geschichte erzählen. Ich habe einmal einen von den großen Aktivisten besucht und habe mein Auto natürlich weit weggestellt, nicht vor das Haus, und bin dann auf das Haus zugelaufen. Habe aber bemerkt, dass in den Schatten von einem Baum oder Strauch jemand stand, und wusste jetzt nicht genau, ist das jetzt jemand, der mir was tun will, oder nicht, man stockt dann. Und das tat ich. Und da sagte er zu mir auf Afrikaans, Jood, nicht? Also für ihn war jeder, der auf dieses Haus zuging, ein Jude, obwohl dieser Aktivist zufällig keiner war. Mhm. Nicht, aber jeder Aktivist für jeden einfachen Polizisten war ein verdammter Jude. Also das war die Umgebung während des Krieges. Anfang der 1940er Jahre bist du dann Mitglied einer anderen Gruppe von jungen deutsch-jüdischen Emigranten. Es war 1936 gegründet, es hieß Unabhängige Kulturelle Vereinigung, UKV. Und ich wollte mal fragen, womit die Gruppe beschäftigt hat. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil dort hast du deinen späteren Mann dann auch kennengelernt. Ja, es war für mich eigentlich ein Schlüsselerlebnis, weil zu Hause wurde nicht viel über Politik gesprochen. Und die Bücher, die wir von einer kleinen Gruppe, die eine Leihbibliothek aufgemacht hatten mit deutschen Büchern, die Bücher, das war die Juden von Zirndorf, nicht in dem Stil, meinte ich damit, also Romane oder natürlich Goethe und Schiller, die durften nicht fehlen.
aber Politik kam nicht vor oder kaum, obwohl vor allem mein Vater mir zustimmte, was ich über die südafrikanische Gesellschaft gesagt habe oder mich darüber sprach. Aber bei dieser kulturellen Vereinigung, da waren vor allem junge Aktivisten, ich meine jetzt politische Aktivisten zur Zeit Hitlers, und das waren nicht nur Juden, da waren auch Deutsche dabei oder assimilierte Juden, wie eben mein Mann, mein späterer Mann. Und was sie uns Jugendlichen anboten, sie erstens eine Jugendorganisation, die von einem Mann geführt wurde, der mit Rosa Luxemburg zu tun hatte. Und wir hatten die ersten Einführungen. Wir hatten die ersten Einführungen in politische Debatten, denen wir zuhörten und dann selber uns untereinander aussprachen über Südafrika. Denn über Deutschland, das war zu weit weg. Aber wir hörten die Vorträge von versierten Politikern, älteren Leuten. Es war eine wichtige Zeit. Und sie haben uns auch in Musik und in Kunst überhaupt eingeführt, was auch zu Hause fehlte. Ja, also es war ja auch eine politische wie auch dann kulturelle Prägung, ebenso für ihr weiteres Leben, muss man sagen. Ich würde ganz gern mal, das ist ein Foto von Ruth dann am Hochzeitstag ihrer Schwester, und gestern habe ich in Erfahrung gebracht, dass ihre Schwester ein junger Mann dann aus Würzburg dann geheiratet hat. Und Margot war ja 18 Jahre alt, als sie dann heiratete. Ja, ja, sie hat sehr früh geheiratet. Sie war sehr unglücklich zu Hause. Sie ist mit 15 aus der Schule gegangen, damit ich weiter auf die Schule gehen konnte. Ja, allerdings, und das darüber beschreibst du auch viel in den Memoiren, du konntest aber dann nicht auf eine Universität gehen. Du bist ja nicht zur Universität gegangen und du fingst dann an zu arbeiten. Ich glaube 1942, ist das richtig, die erste Stelle? Dann die erste Arbeitsstelle? Nein, es war schon, also 1941 habe ich schon in diesem Anwaltskanzlei gearbeitet. Da habe ich noch studiert, abends. Richtig, abends. Aber war das an der Uni? Ja, ich hatte mich an der Uni eingeschrieben. Vorhin wurde gesagt, dass ich den Covid-Preis bekommen habe. Den Ovid-Preis, ja. Und da habe ich dabei dann erzählt, dass ich nun versucht habe, abends meinen Bachelor zu machen. Und ich hatte mich angemeldet, als ich noch dachte, dass das Stipendium, das ich bekommen habe, dass das erweitert werden würde, denn sollte so sein. Aber ich war noch Deutsche, ich war keine Südafrikanerin und es war Krieg. Ja. Also es war keine Frage, dass meine Eltern einen Antrag stellen konnten für Einbürgerung. Und deswegen war plötzlich dann kein Geld da und ich habe mich dann bei einem Rechtsanwalt Büro beworben und hatte als einziges Mädchen, erstes Mädchen, als Article Clerk, also als Lehrling, wurde ich angestellt. Und als die hörten, dass ich bei der Uni angemeldet bin, haben sie gesagt, dann gehst du nicht aufs Technische Hochschule, um deinen Solicitor zu machen, sondern du studierst an der Uni. Und ich hatte kein Latein. Ich bin ja in Fürth, weder in Fürth noch in Johannesburg in eine Schule gegangen, wo Fremdsprachen, das heißt in der zweiten Schule war Französisch, das war für mich zu spät. Ja.
Und dann ging ich zu dem Professor und erzählte ihm das alles. Und er war deutscher Abstammung und sagte, ja, was können wir machen? Und das Erste, was er tat, ist, er gab mir Schubelpeter auf Latein und meinte, das sollte ich nun auswendig lernen, dann würde ich etwas Grammatik lernen. Und dann kurz vor den Examen, ich brauchte nur einen Schein, nur ein Semester, hat er so ganz beifällig gesagt, dass ihm Covid sehr gut gefällt. Und der war ja auch im Exil. Das ist der Ovid, der Metamorphos. Ja. Ja. Hm. Ja. Und dann hat er irgendeine Nummer oder eine Überschrift erwähnt. Und nach einigen Tagen überlegte ich mir, das muss doch ein Grund gewesen sein. Ja, dann habe ich dieses Gedicht auswendig gelernt. War ein Klagelied. Ja, ich habe eine 3 bekommen. Also ich weiß, dass die Zeit voranschreitet. Ich weiß auch, dass es sehr warm hier ist im Saal. Und ich habe wirklich versucht, das irgendwie so vorher irgendwie so arrangieren. Das tut mir wirklich sehr leid. Wir spüren das, glaube ich, schon ein bisschen stärker noch hier auf der Bühne mit den Lichtern. Aber wir wollen noch ein paar Jahre behandeln. Also die Jugendgruppe, und da war auch Hans Leopold Weiß aktiv. Hast du Hans Leopold Weiß, das war ja auch dann ein deutsch-jüdischer Emigrant aus Frankfurt. Und er hat ja auch mit einem anderen deutsch-jüdischen Flüchtling eine Buchhandlung aufgemacht, Select Books. Und du hast da 1940, glaube ich, dann angefangen. Das ist ein Foto von der Buchhandlung und ebenso von dieser Visitekarte von Ruth. Und dann ist es diese Zeit, wo eure Beziehung dann begonnen hat? In der Zeit mit Hans, dass die Beziehung jetzt hier auch ja, während dieser Zeit. Und Hans war natürlich auch dann weiterhin sehr, sehr prägend für dich und fürs Leben. Wie habt ihr dann das Kriegsende erlebt in Südafrika? Du meinst das Ende des Krieges? Ja. Wir haben natürlich dadurch, dass Südafrika auch mit kleiner Mehrheit den Krieg gegen Deutschland erklärt hatte, kannten wir selbstverständlich nicht nur deutsche Juden, wir kannten einfach Soldaten, die sich freiwillig gemeldet hatten. Und die durften aber nicht außerhalb, das war die Abmachung mit der Regierung, die durften nicht außerhalb Afrikas kämpfen. Was zum Beispiel bei meinem Vetter aus Aschaffenburg nicht zugetroffen hat, weil er in der Luftwaffe gekämpft hat und die waren natürlich nicht nur in Afrika. Ich wollte nur damit sagen, wir waren in Kontakt mit mehr Nachrichtenquellen als der Durchschnitts-Südafrikaner. Also dass wir wussten, dass irgendwann der Krieg zu Ende gehen musste. Und zwar nicht unbedingt zugunsten der Deutschen. Aber als die Nachricht dann kam, da war sie noch nicht verbunden mit der Shoah. Mhm. Das dauerte einige Zeit. Ich weiß nicht, warum die offizielle Vertretung, Deputies, die jüdischen Deputies, die ja alle Berichte weltweit bekommen haben, die Gemeinden nie informiert haben. Ja, auch am Ende des Krieges noch ja, nicht. Wir wussten es nicht. Und dann Barney Simon, das wird dir vielleicht nicht viel sagen, nee. Er ist ein fortschrittlicher Theatermensch in Südafrika. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber er war ein junger Mann damals, ein Teenager. Und er erzählte von seiner Synagoge, in der zum größten Teil litauische Mitglieder waren, dass ein Rabbiner angekommen war, der nach dem Gottesdienst der Gemeinde einiges erzählen will.
Und er war ein Überlebender aus einem Lager. Nicht? Und die Menschen, von denen er gesprochen habe, das waren ihre Menschen. Das waren ihre Dörfer, aus denen sie stammten. Nicht? Und danach suchte man die Verwandten. Ja, das ist erstaunlich, weil man wusste eigentlich dann schon aller spätestens so im Herbst 1943, es gab ja ein berühmtes Telegramm, was über die World Jewish Congress dann an die britische und amerikanische Regierung dann weitergeleitet wurde, wo von schon 1 Million Opfer, und da wurde es klar, dass die Deutschen es vorhaben, wirklich alle Juden, wohin sie kommen, dann ermorden würde. Und das ist ja bekannt geworden dann über die Presse in Großbritannien und in Amerika 1943, dass das eben so lange nicht bewusst hat. Und ich rede jetzt nicht von wirklich so den ganzen Ausmaß. Aber Ruth, ihr habt ja auch Verwandten noch in Deutschland, in Europa gehabt. Ja, und mein Vater hat seinen Bruder gesucht und es kam keine Antwort. Und die Verwandten, also das heißt die Kinder von seinen Neffen und Nichten in Amerika, an die hat er natürlich sich auch, mit denen hat er sich auch korrespondiert, und die wussten auch nicht, was geschehen ist. Das Merkwürdige ist, obwohl es damals Listen schon gab von Überlebenden, man war so weit weg von Europa. Und ich weiß nicht, wie es bei den Amerikanern war, aber bei uns war man sehr unbeholfen, was das Suchen von Verwandten anging. Es dauerte sehr, sehr lange. Ja, das ist interessant. Ich habe mich gefragt, so diese UKW, diese Unabhängige Kulturelle Vereinigung, hat ja auch eine Zeitung herausgegeben, Blätter der Union. Ja. Und ich habe auch dafür, auch da drin recherchiert, auch im Zusammenhang mit unserer neuen Dauerausstellung. Ich habe mich gefragt, ob es dort auch dann, auch nach Ende des Krieges, ob dann Listen von Überlebenden dann veröffentlicht würden. Das war eine sehr wichtige Quelle für Verwandten, herauszufinden, ob eben Verwandten von ihnen überlebt hat oder nicht. Soweit ich weiß, waren die Blätter der Union dafür nicht benutzt, aber okay. Der Aufbau. Nicht. Der Aufbau, genau, natürlich, ja. Jeder hatte den Aufbau. Auch in Südafrika, ja. Okay. Und wir versuchten, durch den Aufbau Leute zu finden, aber nicht durch diese offiziellen Hilfsorganisationen, nicht das. Später, als ich zum ersten Mal in Deutschland war, 1952, da habe ich mich gefragt, wieso man so langsam daran gegangen ist. Hatte man Angst vor der Antwort oder wusste man einfach nicht, wie man das macht? Ja, es gab verschiedene Wege. Also in Europa selbst sind diese ganzen Tracing Centers, ja, und ebenso die wiederetablierten jüdischen Gemeinden, dann haben dann an Wänden Listen. Ja. Also, aber in Südafrika war natürlich die Situation eine komplett andere. Und wahrscheinlich auch war es wirklich auch sehr schwierig über den postalischen Weg. Kann ich mir vorstellen, dass das wirklich sehr, sehr schwierig war. Es ist eigentlich eingetreten, was ich eben befürchtet habe, aber was ich auch begrüße, weil Sie alle merken, dass Frau Weiß einfach unendlich viel und detailliert auch erzählen kann. Und wir reden überhaupt nicht eigentlich so über ihr Lebenswerk, ebenso als Journalisten, als ökonomische Journalisten, als wirklich Kämpferin gegen den Apartheid. Wir müssen dich dann wieder einladen, Ruth, um das zu tun. Wir haben noch ein paar. Ich hatte noch ein paar Fotos dann ebenso von Ruth bekommen. Das ist Ruth in Joburg mit ihrem. Jetzt, ich will nichts Falsches sagen, weil ich weiß jetzt nicht, in welchem Jahr habt ihr dann geheiratet? In den 50er Jahren. In den 50er Jahren, also weiß ich jetzt nicht, ob ihr auf diesem Bild schon verheiratet. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Bild. So, das sind ihre Eltern, so um Anfang der 1950er Jahre. Ja. Ihre Mutter ist dann in der ersten, in 1963 gestorben. Ruth? Deine Mutter ist wann gestorben? Die ist 65 gestorben. 65. Und der Vater ist dann auch in Südafrika geblieben? Ja, er ist mit 11 Jahren später gestorben.
und ich durfte ihn nicht besuchen. Ja, das ist natürlich, denn, das ist ein Foto von Ruth dann rechts und Hans dann links zwischen den beiden Frauen. Was Ruth mir gesagt hat, ein typisches Party dann in Johannesburg der 50er Jahre war. Und das ist, glaube ich, in eurem Haus in Orange Grove. Und vielleicht dann auch, dann kommen wir zum Schluss mit einem Bild. Es gibt ja noch ein Bild, aber vielleicht, Ruth, kannst du dann erzählen, also Ruth hat dann, sie ist ja zu dem Journalistenberuf dann gekommen, weil sie auch dann Artikel für ihren Ehemann geschrieben hat, der auch viel geschrieben hat für die Frankfurter Rundschau über die Situation in Südafrika. Und Ruth hat diese, also als Ghostwriter ist sie dann gekommen und ist dann eben 1900, wenn ich das richtig im Kopf habe, 1954 beim Newscheck und dann zwei Jahre später beim Financial Mail? Ja, also ich hab eigentlich von Anfang an, das heißt von 1950, habe ich die Wirtschaftsnachrichten gemacht. Und als er dann krank wurde, also wenn immer er krank wurde, habe ich einfach geschrieben. Es war auch für die Süddeutsche und für einen Hörfunk in Saarbrücken, soweit ich mich erinnere, für die er Kopien geschickt hat, an die er Kopien geschickt hat. Aber wesentlich, wie du sagst, es war die Rundschau. Und es hat mir einfach Spaß gemacht, vor allem als ich dann in Afrika gereist bin in den 50er Jahren. Und als ich aus politischen Gründen diesen Job bei der Versicherungsgesellschaft aufgegeben habe. Da hatte ich die Wahl, entweder als einzige Frau in dieser Branche auf dem Level, an dem ich war, das lag nicht an mir, das lag an meinem merkwürdigen Chef, der mir diese Chance gegeben hat. Das hätte ich bei einer anderen Firma eventuell weiterführen können. Aber ich überlegte mir, es ist so viel zu berichten, es ist so viel, das in meinem Umfeld geschah, dass ich am liebsten mit meinen Reisen und meinen Berichten weitermachen möchte. Und das tat ich dann auch. Und das war ab 1960. Schon zuvor eigentlich mal, du wolltest eigentlich Südafrika verlassen und du bist nach London gegangen für ein Jahr und dann gab es diese erste Reise nach Deutschland, was keine glückliche war, wo du auch gesehen hast, ebenso wie der Faschismus weitergelebt hat dann in der Bundesrepublik in diesen Jahren. Und dann begann ebenso eine Karriere, ebenso 1960 dann bei als Business Editor bei Newscheck und dann zwei Jahre später bei der Financial Mail. Dann bist du jetzt hier und das ist ein Bild von Ruth dann und was wir hier nicht sehen. Ruth hat ein Kind dann bekommen, nicht mit Hans Weiß. Sie haben sich schon dann getrennt. Und dieses Kind ist tatsächlich dann hier mit im Gepäck. Wir sehen ja, da ist es schwer zu sehen, ich habe es ja nicht erkennen können, aber da ist ja der oberste Teil von einer Pritsche. Und da ist dann dein Säugling, Sascha, ist da drin und ihr seid auf dem Weg nach Rhodesien, oder? Das war schon in Rhodesien. Wir hatten eine Panne. Mein stellvertretender Chefredakteur hat mich gefahren. Und nach einigen Schwierigkeiten konnte ich dann einreisen. Und in Gweru, hatten wir diese Panne und sind dann mit diesem Zug weitergefahren und mein Gepäck, das in meinem kleinen Volkswagen verstaut war, musste dann irgendwie mit der Bahn gehen und das war dieses Bild, das Peter Dumini, der dieses Bild gemacht hat, der fand das so komisch, nicht? Und deswegen das Bild. Ja. Und Ruth hat ja bei der Financial Mail in Salisbury, Rhodesien, also heute Harare, in Zimbabwe dann gearbeitet und es war ja dort, wo du auch viel geschrieben hast über die Sanktionsbrechen von der südafrikanischen Regierung. Und das ist, was dazu geführt hat, dass Ruth Weiß es nicht mehr erlaubt würde,
nach Südafrika dann einzureisen. Das war ja 1966 und es würde dann 24 Jahre später erst konnte Ruth Weiss dann wieder nach Südafrika. Es gibt ein wirklich ein unglaubliches Leben in den Jahren danach. Ruth Weiss hat ja einige Jahre dann in Sambia gearbeitet. Sie hat letztendlich die ganze Entwicklung in den südlichen Afrika dann verfolgt, darüber berichtet, sowohl aus ökonomischer Gesichtspunkt, aber auch aus politischer Gesichtspunkt. Sie kannte allen, die wirklich dann maßgeblich beteiligt waren an alle von den Befreiungsbewegungen. Also es wäre wirklich sehr interessant, eben dieses Gespräch weiterzuführen. Allerdings dann mit, glaube ich, so einem Gesprächspartner, der ein bisschen mehr darüber weiß als meine Wenigkeit, muss ich wirklich sagen. Auf jeden Fall, ich möchte Ihnen alle wirklich nahelegen, mal die Memoiren von Ruth Weiss dann zu besorgen. Einige von Ihnen können das heute jetzt hier am Büchertisch dann tun, was dann mehrmals dann auch ist mehrmals erschienen, die Memoiren. Ich glaube, erstmals gab es eine Memoir im 1980er Jahr, ist das richtig? Nein, etwas vorher. Etwas vorher schon. Und ich glaube, die letzte Ausgabe ist 2016. Ja. Genau, also, und da werden Sie wirklich auch, das ist wirklich eine fantastische Lektüre über das ganze Leben, sehr, sehr persönlich, ja, so sehr, sehr offen und auch sehr, sehr lehrreich. Als Zeitzeugen arbeitest du seit auch so ungefähr 30 Jahren in vielen Schulen in Deutschland. Ruth hat dann in den 70er Jahren in Köln dann gelebt, sie hat in London gelebt, dann ist sie dann wieder nach Sambia und hat dann dort gelebt, ist aber dann nach Deutschland zurückgekommen 2002 und hat circa 10 bis 12 Jahre in einem Ort namens Lüdinghausen in Nordrhein-Westfalen südlich von Münster gelebt. 2010 ist eine Schule in Aschaffenburg, wo die Löwentals denn eine wichtige Rolle gespielt hat in der Geschichte dieses Ortes, ist eine Realschule nach Ruth Weiss genannt worden. Und gestern haben wir erfahren, dass in der Stadt Lüdinghausen, wo du dann gelebt hast, so circa 10 Jahre lang auch ein Stadtplatz genannt wird, worüber wir uns sehr gefreut haben. Ruth Weiss wird auch die Rede halten am Holocaust-Gedenktag im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Auch eine große Ehre und wir hoffen wirklich sehr, dass das aufgenommen wird, dass wir das dann bekommen können. Also Ruth, ich möchte mich ganz herzlich für dieses wirklich sehr kurzes Gespräch, sehr kurzlebiges Gespräch und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn es dann eine Fortsetzung finden könnte. Ich möchte dir alles erdenklich Gute wünschen. Shana Tova, Umetuka Uvracha, Osha Osha Uvracha wünsche ich dir. Admer Vesrim, bis 120. Meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Frau Weiss ist bereit, eben auch Bücher zu signieren. Wann Sie das dann, Sie sollten das mal eben dann diese Möglichkeit dann wahrnehmen. Also verweilen Sie noch ein bisschen bei uns, blättern Sie in den Büchern, kommen Sie alle wirklich gesund nach Hause und an allen wünsche ich einen guten Beginn zum nächsten Neujahr. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.